So, willkommen zurück zur nächsten Folge. Ich habe gerade irgendwie aus Versehen draufgeklickt. Irgendwie ist es hier aufgegangen. Da ist der Schlüssel aufgegangen, den ich vorher ganz kurz gesehen habe. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall ist hier der Schlüssel aufgetaucht und jetzt konnte ich ihn gerade nehmen. Okay, passt für mich. Hauptsache, ich habe das Ding. Warte mal, da ist aber noch was. Ah, da ist noch was drin. Moment. Wir müssen uns noch was holen. Wir müssen nochmal umschalten. Ich weiß nicht genau, wie ich es gemacht habe. Scheiße. Wie habe ich das gemacht? Mist. So, mal schauen. Da ist nichts. Da ist er. Eine Metallplatte. Okay. Das eine ist der Schlüssel, das andere ist die Metallplatte. Ah, okay. Den Schlitz kennen wir schon. Und das ist. Ah, das kennen wir auch. Dann machen wir mal das Ding auf. Also hier unten. Und drehen. Ah, natürlich wieder viel mehr zum Öffnen. Viel mehr zum. Oh nein, oh Gott. Nein. Ich will nicht spielen. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen nicht spielen, weil wir haben hier einen Tipp. Die zweite weiße und die letzte weiße, oder? Hier. Oder auch nicht. War ich jetzt zufällig richtig? Nein, jetzt. Hä? Wieso gehst du wieder zu? Ah, okay. Ah, jetzt war es richtig. Okay. Sieht aus wie ein Münzschlitz. Okay, ich würde gerne das Ding anschauen, aber es geht nicht. Ist ja egal. Hier ist ein Münzschlitz. Passt aber nicht der Schlüssel rein. Nee, passt nämlich hier oben. So ein Stress, so ein Stress. So viel zum Erleben. Hier. Hallo, nächstes Rätsel. Ah, okay. Ich liebe Noten, habe ich das schon mal gesagt? Hm. Toll. Aber das sind doch keine. Doch, das sind Noten. Ganz abstrakte Noten. Okay. Sieht sehr, sehr komisch aus. Was muss ich hier tun? Hm. Ich glaube, dass sich hier dann die Melodie ändert. Oder auch nicht. Es klingt noch genauso wie vorher. Nö. Vielleicht da unten? Bra! Oha! Jetzt habe ich es verkackt. Ja, hu, ich bin ein Musiker. Kann ich noch alle meine Entchen? Das haben wir mal gelernt früher. Nee, lassen wir es lieber. Lassen wir es lieber, es klingt schrecklich. Schauen wir lieber durch die Brille. was ist hier? Ich weiß immer noch nicht genau, was das für ein Symbol ist. Also es hat wohl irgendwas zu sagen, wenn man das hier ändert, dann passiert hier irgendwas bei Stufe 3. Irgendwo hatten wir doch drei Symbole gesehen, weißt du noch, wo du gesagt hast, Zugspitze? Ach, die. Da. Die da. Aber die haben wir auch irgendwo anders gesehen. Die haben wir doch gesehen bei. Wo war denn das? Wo war denn das mit den drei Symbolen?
ich noch irgendwo gesehen? Irgendwo waren nur drei, ja, genau. Ah, da, genau. Da sind die. Aber die kommen halt einfach da raus. Also, ich kann da nichts manipulieren. Ich weiß nur, dass es die drei gibt. Aber das ändert nichts daran, dass ich hier ganz andere Symbole habe. Das ist nichts mit Zugspitze und so. Das sind Notensymbole. Irgendwelche komischen Notensymbole. Und hier dieser Pfeil. Das sieht aus, wenn das dann dritte Strophe heißen würde. Und dann verändert man einen Ton. Aber was das genau heißt, das erschließt sich mir hier nicht. Aber was ist denn hier eigentlich noch? Ah, das war das Rätsel, das haben wir auch schon gelöst. Nee. Vor allem, ich kann das hier noch bedienen. Das hat wahrscheinlich was zu sagen. Ah, und hier ist auch die 3. Da ist dasselbe Symbol drauf. 3 und dann hier dieses komische Tribal. Und dasselbe ist auch hier. Oh, nicht hier, sondern hier. Auf diesem Pfeil. Also es müsste wahrscheinlich hier was aufgehen. Nur wahrscheinlich müsste der dort dann das richtige Note einrasten, die ich auch brauche. Nur woher weiß ich, was ich für Note brauche? Das habe ich schon gelöst. Das andere ist die Unterschrift von ihm. Auf dem Schlüssel, den du drehen kannst, ist ein Symbol drauf. Oh, Tatsache. Die Harfe. Die Harfe ist drauf. Die da, oder? Ja, das ist schon die. Ja, das ist die Harfe. Genau. Und nun? Das bringt mich irgendwie nicht weiter. Außer ich drehe es jetzt nochmal, noch eins zum Beispiel. Oder habe ich da irgendwo falsch hingedreht? Ne, das glaube ich nicht. Hier ist nichts aufgegangen. Ich drehe mal zur zweiten. Aber ich kann hier mal das jetzt bewegen. Mal schauen, was dann passiert. Ändert es irgendwas? Nee. Schade. Den Schlüssel kann ich nicht drehen, Hurricane. Den kann ich nicht drehen. Also, aber den anderen kann ich drehen. Ich glaube, du warst vorhin richtig. Wenn du die Schlüsselposition änderst, dann kannst du verschiedene Symbole drehen. Dann mal, ich gehe mal zu 3 oder wo, Leute? Ich bin jetzt schon bei 1. Da hat sich nichts geändert. Ich gehe jetzt mal auf 3. Mal schauen. Nee. Jetzt habe ich schon gehofft, dass es hier aufgeht. Ah, schade. Aber das ist schon das richtige Symbol. Das haben wir eingestellt. Einmal drehen jetzt. Den Schlüssel meinst du? Aber den konnte ich noch rechts und noch links drehen. In beide Richtungen.
Ich drehe ihn mal da drauf. Und zurück. Ne, warte, jeweils einmal gedreht. Da passiert nichts. Ah, warte mal, jetzt hat er sich was verändert. Hä? Die Pfeile haben sich verändert. Genau. Jetzt kann ich eben diese Krake einstellen oder diese Qualle. Der obere Pfeil ist jetzt aktiv. Ah, ja, genau. Das heißt. Nee, jetzt bin ich falsch. Nee, also jetzt kann ich nichts einstellen. Weil ich habe ja vorher was einstellen können. Aber die Symbole kann ich jetzt nicht verändern. Die zeigen doch, was du jetzt einstellen musst. Aber wo? Also ich kann ja nichts. Ich kann ja gar nichts einstellen. Ich kann nur hier drehen. Wenn du noch einmal drehst, dann ist der Pfeil nach unten rechts aktiv. Ach so, das kann sein. Ja, genau. Okay. Okay. Ne, man kann leider nichts einstellen. Ah doch, jetzt kann man was einstellen. Stimmt, jetzt kann man was einstellen. Ha! Das war dann die Qualle. Die Qualle, die hier. Genau. Jetzt haben wir die Qualle eingestellt. Alter, das ist kompliziert. Dann gehen wir mal zurück. So. Da stand dann noch der Kraken hier. Das heißt, ich muss jetzt halt hier nach links unten gehen. So. Und jetzt der Kraken. Da ist er. Aha. Aha. Jetzt muss ich nochmal drehen, damit hier was kommt. Aha. Hello. Yes. Oh. Und gleich 4 Dildos. Das ist ja toll. Aha. 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 Ich glaube. Ja. Ich dachte es mir schon. Ah, okay. Hier kommen die Zahlen raus, die ich eingeben muss. Ich verstehe schon. Okay. Welche Sicht brauchen wir? Hier ist eine 3. Ah ja, okay. 5, 7, 3. Okay. Wo war das jetzt? Moment. Wo war denn jetzt die Codeingabe? Ah, da. 5, 7, 3. Aha, der läuft doch. Das gibt Kohle. Hat da leuchtende Dildos hier. Ah, wieder so ein Spiegel. Und hier ist irgendwas. Hier kann man was verschieben, glaube ich. Aha. Ah, schön. Ein schönes Rätsel. Hier kann aber nichts verschieben. Okay. Also ich konnte nichts machen. Hm.
Wo können wir hier weitermachen? Habe irgendwas übersehen? Das ist fertig. Warte mal, hier ist noch was. Etwas muss in die Fassung passen. Okay, dann müssen wir irgendwo weitermachen. Ne, das geht nicht. Im Spiegel kann er nichts verschieben. Kann ja bloß die Ansicht ändern. Leider. Das haben wir einmal noch. Die Symbole. Die Räder. Ne, die Zahnräder gehen nicht mehr. Das ist fertig. Da bin ich auch schon durch. Da ist noch ein Schlitz. Die Symbole. Und ansonsten habe ich noch die Dings hier. Die Jukebox, die ich selber bedienen muss. Ich glaube, ich muss irgendwas spielen, ha? Oh Gott, nee. Oh Gott, nee. Ich will nichts spielen. Ich kann nichts spielen. Ich kann nicht die Noten gar nicht lesen. Ich bin so schlecht in Musik. Ich glaube, ich muss. Aber das ist ja echt voll lang. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Warte mal, was passiert, wenn ich hier drehe? Das kann ich immer noch drehen. Aber da konnte ich nichts mehr verändern. Das ist vorbei. Okay. Das ist vorbei. Ist schon mal gut zu wissen. Es ist ein Quader, sehe ich gerade. Ah, okay. Der Quader ist hier zweidimensional abgebildet. Und hier ist er dreidimensional. Aber trotzdem muss hier irgendwas rein. Die Frage ist, bringt das jetzt was? Warte mal, was ist denn da unten eigentlich noch? Kann er irgendwas tun? Nee. Da kann ich nichts tun. Was bringt es denn, wenn ich jetzt das noch verschiebe? Eigentlich nichts. Nee. Da konnte ich auch nichts verschieben. Nee, also das. Es bewegt sich zwar noch, aber ich kann nichts mehr verschieben da. Ich kann höchstens da unten noch irgendwas einstellen, aber ich kann nichts drücken. Mit der Hand war ich schon. Kann die Hand noch mehr auslösen? Nee. Das ist der Quader. Da sehe ich auch nichts. Oh Gott, das klingt ja schrecklich. Verändert sich im Quader im Spiegel etwas, wenn du drehst? Nö. Der ist gleich geblieben. Der ist rechts unten immer. Ist das Loch? Wenn ich jetzt nochmal drehe. Also ich könnte bloß noch hier drehen. Warte mal. So. Der bleibt gleich. Wenn ich jetzt halt aber da nochmal die Strophe verändere, dann bleibt er, glaube ich, auch gleich. Ja, der bleibt gleich.
verändert sich leider gar nichts. Niente, nada. Aber ich glaube, mein Schädel ist jetzt eh schon mittlerweile weich gekocht. Für heute zumindest. Mein Rätselvermögen ist jetzt ausgereizt. Ich würde weitermachen beim nächsten Mal. Für YouTube sage ich schon mal ciao, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.